Ich habe gerade überlegt, ob ich dieses Video mit einem total coolen Arr, ihr Piraten, anfange, bis mir aufgefallen ist, hey, das kannst du gar nicht und das hört sich total dämlich an. Deshalb sage ich wie immer herzlich willkommen zurück bei Let's Play Plants vs. Zombies. In der Piratensee, ich liebe die Piratensee, das ist einfach so cool hier. Fragt sich nur, wie lange ich das noch lieben werde. Zielpunkt, was? Zielpunktzahl aktiviert. Mal sehen, ob du meinen Highscore knackst. Bitte was? Was für ein Highscore? Und gib DPPDV als Initialen an. Was? Leute, was wollt ihr? Erreiche die Zielpunktzahl. Okay, oh, ich liebe die Piratensee, ja, total. Achtung, fertig, Feuer. Ah, das wieder, okay. Gut, gut. Das habe ich beim letzten Mal nicht so wirklich kapiert. Ich muss eine möglichst große Combo machen. Das habt ihr mir geschrieben. Ich warte mal eben kurz. So, das war eine Dreier-Combo. Das war keine coole Combo. Leider sind die beiden noch da. Na, kommt. Ja, das war eine Vierer-Combo. Das geht. Sechser-Combo. Oh, nice. Ah, das war nur eine Dreier-Kombo. Ja, einfach mittendrauf ist nicht immer die klügste Wahl. Oder Fünfer-Kombo. Ja, das geht. So, die kann ich schon wieder zünden. Ich warte mal kurz, dass sie sich so ein bisschen verteilen. Fünfer-Kombo. Okay, 30.000. 30.000 brauche ich. Kommt her. Eine Achter-Kombo. Nice. Oh, Mann. Mann, das war leider ein bisschen zu spät. Fünfer-Kombo, das geht. Ah, Mann, das war auch zu spät. Nur eine Dreier-Kombo. Die hier unten kann ich nutzen. Ja, die will ich nicht nutzen. Und die hier. Elfer-Kombo, nice. Achter-Kombo, nice. Sechser-Kombo. Ich erreiche aber trotzdem die Höchstpunktzahl nicht. Ich brauche ein paar mehr Kombos. Ah, das war doof. Das war nur eine Fünfer. Das hier sieht gut aus. Neuner, okay. Letzte Welle. Ich hab's schon. Ich hab das Ziel schon erreicht. Das ist wunderbar. So, mitten rein. Und Zehner-Kombo. Wow. So, die hier oben noch. Na schön. Geht doch mal ein bisschen nach oben. Leute, sonst mache ich einfach mal hier rein. Siebener-Kombo geht auch voll klar. Fünfer. Und ihr da oben noch. Und du noch. Das hat doch ganz gut funktioniert. Habe ich mir jetzt echt wieder schwieriger vorgestellt. So, her mit euren Münzen. Oh, jetzt bekommen wir die Kanone. Das ist ja nice, aber die kostet 400. Oh, tippe die Kanone an, um eine explosive Kokosnuss abzufeuern. Ja, ich weiß ja nicht. 400 und Werbung. 400 ist nicht wenig. Okay, wir haben die Kleinen mit Kanone dabei, wir haben die Fässer dabei, wir haben Captain Jack Zombie dabei und die normalen und die mit Hütchen. Okay, ihr habt mir geschrieben, ich soll mehr Sonnenblumen setzen. Da nehme ich mal beide mit, weil ich brauche die hier auf jeden Fall am Anfang. Die hier nehme ich wieder mit, Butter und... Ah, das ist jetzt natürlich doof. Die hier... Jetzt habe ich aber keine Walnuss. Wisst ihr was? Dann verzichte ich nochmal auf die. Ich meine, es hat auch immer ganz gut funktioniert mit den Sonnenblumen, die ich hatte. Trotzdem habt ihr mir geschrieben, es wäre schön, wenn ich mehr setze. Das wollte ich jetzt echt ausprobieren, aber ich brauche gerade irgendwie alles, was ich dabei habe. Und die Minen setze ich halt immer gerne am Anfang, ne? Damit ich hier schön Sonnenblumen aufbauen kann. So, das Problem ist nur... Wenn jetzt da oben schon einer kommt, dann kann ich ja nicht unbedingt eine Mine setzen, wenn die hier einfach rüberfliegen. Will da einer aus dem Wasser auftauchen? Das sah gerade so aus. Ich hatte schon die Befürchtung. Aber ich glaube, das sind nur die Wellen, die dort gegen das Schiff knallen. So. Dich setzen wir schon mal dahin. Du gehst da jetzt in die Luft. Du kommst da unten. Okay, weißt du was? Ich setze mal noch eine Mine. Und dann fange ich nämlich hier oben schon mal an. Mit dem Kornkatapult. Ich hoffe, das hier passt noch. So, dich setze ich schon mal dahin. Falls der Blödsack gleich kommt, der seine Fässer hier rüberrollt. So, dich schon mal dahin. Was will der übrigens mit seinen Fässern in unserem Haus? Will er mir Wein schenken oder rum? Das
Das wäre natürlich sehr nett von ihm. Oh. Oh, da schwingt sich einer rüber. Du bist jetzt erstmal weg, Captain Jack Sparrow. Captain Jack Zombie, meine ich natürlich. Oder Captain Zombie Sparrow, geht natürlich auch. So, dann möchte ich gerne zuerst die drei Reihen da oben irgendwie sichern. Alles andere sollte erstmal noch so funktionieren, hoffe ich. Da kommt schon der nächste. Setzen wir den dahin. Oh, hier kommen ganz schön viele, ne? Fällt mir gerade so auf. Oh, da kommt einer mit Kanone. Pass mal auf, du kommst dahin. Das kommt mal dahin. Oh, die Reihe hier unten ist auch gefährlich. Imkut Spezialdünger, damit er hoffentlich viele von denen aufhält. Da kommen sie schon. Da einer vor. Oh, vielleicht hätte ich hier in der unteren Reihe ein bisschen was machen sollen. Ja, das war jetzt natürlich auch wieder selten dämlich. Sehr gut. Ja, den hat er noch geschafft. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Da muss auf jeden Fall einer hin. Und hier muss einer hin. So, dann habe ich da keine Walnuss. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. So, Power bitte. Ganz viel Power. Du kommst dahin. Und dann boxt mal schön. Das war noch nicht die letzte Welle. Da kommt noch einer. Die mit den Kanonen, die sind ganz schön mies. So, hier noch einen hinsetzen. Und jetzt einmal Spezialdünger wäre schon nice für die hier. Aber das könnte auch so noch funktionieren. Das hat sogar noch funktioniert. So, euch setze ich mal dahin. Oh. Oh nein. Oh nein, da kommt ein Fass. Mach es kaputt. Da kommt schon direkt das nächste. Uiuiui. Da kommen viele. Ihr rollt wahrscheinlich die Walnuss platt, oder? Na ja, sie rollen die Walnuss platt. Okay, das hätte mir klar sein müssen. Ihr geht dann jetzt da hoffentlich kaputt. So, das Fass müsste doch jetzt hier... Jawohl. Das geht auch hier kaputt. Jetzt kommt noch eine riesige Welle. Ein bisschen Spezialdünger wäre nett. Oh. Oh, die sind durch. Die sind durch. Shit. Nein. Da hinten ist einmal Spezialdünger. Ist aber gerade ein bisschen weit weg. Ich hoffe, der geht noch drauf. Setzen wir mal kurz dahin, boxt der ein paar weg. Hier sichern wir auch nochmal. Der Kleine ist jetzt tot. Da kommen noch die Kanonen. Da ist der mit Spezialdünger. So, da nochmal das Stachelkraut. Gehst du mal drauf hier bitte? So, jetzt habe ich Spezialdünger. Und jetzt ist hier aber gleich alles vorbei, oder? Ich setze den... Ah, das war ein bisschen doof, oder? Ich lasse die einfach mal machen. Die hier kriegen die Butter ab. Ja, das passt doch. Der ist sowieso gleich tot. Dann spule ich das mal gerade eben vor. Gut, den Rest, den er da jetzt rausschießt, ich meine, können ja nicht viel ausrichten, oder? Der ist tot. Der geht auch gleich drauf. Der hier auch. Beziehungsweise die beiden. Oh, ich liebe die Geräusche von denen einfach. So süß. Sag mal, stirbst du jetzt? Dankeschön. So, Tag 12 auch überlebt. Das freut mich. Oh, bekomme schon wieder einen goldenen Pokal. Das ist ja nett. Eine goldene Schaufel. Triplinator. Schieße in drei Reihen gleichzeitig. Ach, okay. Erhalte 25% der Sonnenkosten zurück, wenn du Pflanzen ausgräbst. Okay. Das ist gruselig. Das ist nett. Das ist tatsächlich sehr nett. So, produziere mindestens 3000 Sonnen. 3000... Oh, das ist der richtige Kapitän.
Das ist der richtige Kapitän. So, mindestens 3000 Sonnen. Da ist jetzt meine Frage insgesamt. Was nehme ich denn jetzt alles mit? Na, dann nehme ich jetzt mal nur die hier mit. Ja, mal schauen, wie es so wird. 3000 Sonnen. Okay. Ich probiere das jetzt einfach mal so. Ich habe jetzt nicht unbedingt was Gutes dabei, was man so auf die Schnelle mal benutzen könnte. Aber ich hoffe, der hier macht das. So, ich könnte dann rein theoretisch eigentlich... Moment mal, 3000 Sonnen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich setze doch hier... Warum habe ich jetzt 150? Ich sollte da vielleicht mal was hinpacken. Doch, die werden gezählt. Okay, ich hatte gerade kurz die Befürchtung, dass das irgendwie nicht gezählt wird, aber doch, es funktioniert. So, ich setze erstmal hier alles hin. Du bist eh erstmal kurz aufgehalten, das ist wunderbar. Ich glaube, dann mache ich hier tatsächlich noch eine Reihe mit doppelten Sonnen, sofern das möglich ist. Da kommt dann der Pak Choi heißt er ja hin. Was? Der Papagei! Was macht der Papagei? Okay, der wird da aufgehalten. Sehr gut. Ah, das war jetzt hier wieder selten dämlich. Ich pack das mal hin. Und hier den. Schnell die Walnuss davor. Das war jetzt hier vorhin ein bisschen blöd. So, 600 Sonnen haben wir. Und gleichzeitig müssen wir ja höchstwahrscheinlich ganz normal den Angriff hier überleben. Mal einen hin. Obwohl, das hier sind dann die schwächsten Reihen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klug war. Aber egal. Ich mache erstmal weiter, schauen, wie es klappt. Gleich haben wir schon mal 1000. Oh. Shit, ich brauche hier ganz dringend was. Da habe ich einmal Spezialdünger. Sehr gut, der wird schon mal weggeboxt. Bis dahin. So, da kann ich noch einen setzen. Ich glaube, das reicht mir jetzt mit den... Pass mal auf, ich halte euch mal kurz auf. Ich glaube, das reicht mir jetzt hier mit den Sonnen. Ich setze die hier gar nicht mehr. Weil wir kriegen auch so unsere 3000 zusammen. So, sichern wir hier. Boah, die sind nervig hier, ne? Pass mal auf, ich mache da mal... Ich überlege auch gerade... Auf, ihr futtert mir da gerade alles weg, ne? Setz den mal bitte da hinten. Oh, oh. Shit. Spezialdünger. Habt ihr mal eben Spezialdünger für mich? Das wäre total nett. Oh, großes Problem hier gerade. Shit. Shit. Ah, Hilfe. Nein. Geh doch drauf. Da kommt wieder der blöde Papagei. Komm, ich kick die raus. Bringt das überhaupt was? Ich hätte die richtig rauskicken sollen. Wow, Moment. Du kommst weg, du kommst hinten. Boah, holy shit. Da noch einen hin. Ey, das ist so gemein, wenn man dann die Sonne hier aufheben muss. Wow, das hat aber tatsächlich noch funktioniert. Großartig. Echt großartig. So, du kommst da raus. Wundervoll. Und weil das so eine schwache Reihe ist, kommst du dahin. Wir haben hier vorne keinen der Box, aber dafür setze ich einfach mal so einen hin. So, 2000... Ach, oder muss ich in der Zeit so viele Sonnen erzielen? Ich habe gerade keine Ahnung, sage ich ganz ehrlich. Nein. Nein, das wollen wir nicht. Ich möchte einfach weitermachen. Boah, das nervt so. Weiter. 2500. Ich bin gerade echt verunsichert. Die kann ich
noch nicht nehmen. Ob ich die 3000 jetzt in der Zeit hier zusammenbekommen muss. Was? Der Sack hat mir meine Walnuss geklaut. Ich hab's genau gesehen. Komm's weg. Komm's hin. Ja gut, ah, das schaffe ich ja. Das sollte kein Problem sein, oder? Ansonsten kann ich doch einfach den Spezialdünger auf die Sonnen anwenden. Auf die Sonnenblumen meine ich. Ich sag so oft Sonnen, obwohl ich Sonnenblumen meine. So, 100 noch. Das sollten wir jetzt wohl hinbekommen. Eine riesige Welle von Zombies? Ja, gerne. Habe ich ja überhaupt kein Problem mit. So, das haben wir erreicht. Jetzt kommt die letzte Welle. Ich lasse die gerade mal einfach machen. Und die hier werden gleich gebuttert. Oder aber die? Nee, bei denen passt es noch. Butter mal die da hinten von mir aus. Sehr schön. So, und dann glaube ich, können wir das Ganze eigentlich vorspulen. So, komm, nochmal Spezialdünger. Oh Mann, jetzt klatschen die ja 100 Mal gegen die Eimer. Oh oh, ich hoffe, das klappt noch. Aber sollte, oder? Oh oh. So viel zum Thema sollte. Ja doch, das ist jetzt nur noch der hier, der ist schnell weg. Und die beiden oder drei? Na komm, hau sie weg. Dankeschön. Das hat wunderbar funktioniert. So, Triplinator ist noch ein Level übrig. Okay, da bin ich gespannt, was das jetzt für ein Level wird. Vermutlich nicht easy. Ja, SimCity, genau, das ist auch ein sehr schönes Spiel. Nur zu empfehlen.